So, also man merkt schon, es kommt ein kühles Lüftchen gerade hier rein. Was echt entspannt ist. Und noch ein Gewitter und ich hoffe, es regnet wirklich die ganze Nacht durch. Durch hier schon mit Donner und Blitz im ganzen Bums. Was ich mega beruhigend finde. Was das Einschlafen angeht, gibt nichts Besseres als Gewitter. So. Hier muss da jetzt noch irgendwo was gewesen sein. Ja, der Stein war es, genau. Vergaß. So, also hier ist irgendwo noch was. So. Sich rauf. Spiel, lass mich da vorbei. Danke. Günni, du lässt mich in Ruhe. Ab da oben, das sieht sehr gut aus. Noch wissen, wie ich da hochkomme. Eine gegarte Rübe. Ich möchte hier rauf. Gucken, was das da. Da ist eine Leiter. Das auch noch, das sind so viele Wohnwagen hier, das ist Wahnsinn. Wo geht's jetzt darauf? Das ist eine Leiter. Lass dann darüber springen. Da hoch. Ah, guck mal hier. Teil eines Ladegerätes. Dann hier Planke bolzen. Jetzt hier irgendwo. Wo denn? Hä? Ja genau, hier außen. Ist klar. Reicht es vom Platz? Ich hoffe es. Nochmal zwei Titanerz. Schon mal 6 Stück. Geil, ich freue mich. Ey, das ist lohnenswert hier. Sehr lohnenswert. Schön. Hinten ist der Major, da muss ich auch noch hin, aber da brauche ich erstmal die Seilrutsche. Da haben wir noch Schrott, Plastik. Oh Gott, war ich da jetzt schon? Ich weiß, es ist so groß und so riesig. Aber ich muss dahin. Aber da hinten bin ich überall gewesen, ne? Da war ich überall schon drin. Außer hier. Noch nicht. Aber da ist überall Türe offen und Schränke offen, also da. Okay. Dann schaue ich mal beim Major vorbei. Hier, das soll Tangaroa Town darstellen. Speech to the Rafters, 17th of May. Fifth draft. Why do you... Why
Why do you think I, Olof Wikström, left that corrupt city? They refused to let regular working class folk on board. I was appalled. Why should the elite get to escape the apocalypse? They should be forced to share their luxury. Who should force them? That's right! The greatest rafters in this new southern sea! You! Take Tangaroa! Take back your future! Freue ich mich auch drauf, Tangaroa. Okay, benötigt drei Teile einer Seilrutsche. Die habe ich ja alle noch nicht gefunden. Also fehlt noch eins. Okay. Ich dachte, ich hätte die. Okay, also da muss ich mal gucken. Wir haben hier Dini. Please wait for me. The boy Hillman fought like a man. We could not be more proud. You never even gave us your name, but you helped us greatly. May we see you up ahead. Dad's hook. Please take care of it. Verschiedene Haken. Das finde ich ja auch geil, ne? Wenn du seinen Haken nochmal so individuell gestalten könntest, ne? Junji, you drifted close to us from afar. I wish we'd left you in sooner. Und Ariel, das kann man gut waschen. We were harder on you than you deserved. Sorry. Und Alaya, I held on as long as I could. Please forgive me. Gut, also ich brauche die Seilrutsche. Das letzte Ding. Sonst kann ich hier nirgendwo. Au, mehr hin. Jetzt noch runter. Okay, hier sind. Oh Gott, das war die Sache. Wo man hüpfen muss. Ich habe aber wieder ziemlich viel Zeug da. Wollen wir zum Floß gehen, mal wieder. Und den ganzen Bums erstmal abgeben und dann gehe ich nach da drüben. Kann man wahlweise über die Brücke hüpfen, aber auch hier über das Kabel laufen. Alternativer Weg. Lebensmüll. Aber es läuft. Das ist die Hauptsache. Eins nach dem anderen und dann findet man auch alles. Ist dabei. Schott. Seile. So wie Plastik. Und den hier. Okay, 13 Stück reicht erstmal. Wunderbar. Dann gucken wir mal speichern. Und weiter geht's. Wieder ab nach oben. Immer ein Weg. So ist es. Auch Spiel nicht schon wieder. Sorry. Okay, nehmen wir mal was weich über die Brücke. Und da hoch. So, wie soll ich jetzt rübergehen? Über die Brücke oder über das Kabel? Geht beides. So, Brücke oder Kabel? Einmal muss man hüpfen, beim anderen eher aufpassen, dass man nicht runterfliegt.
würde sagen, ich mache Kabel auf den Hinweg. Jetzt die Brücke. Okay, dann machen wir die Brücke. Also Brücke hat Lücken, deswegen die Brücke. Springen und beim Kabel halt aufpassen, dass man nicht runterfliegt. So, dann würde ich jetzt sagen, ich mache auch hier wieder von oben nach unten. Das Plastik und eine Notiz. Monster Investigation. There's a stranger in town called Olaf something. Pa keeps going to his victims. No kids allowed. But at night I got Sanjay to help me sneak onto the stranger's ship. I thought maybe he had some medicine for Ma, but Olaf's boat was just filled with cages. And the cages were big rats. And a very large hyena. They were so angry. Sanjay found notes talking about feeding and training them into his personal army. Sanjay thinks Olaf might be a bad guy. Ich denke, ich agree. Hier? Warte mal, jetzt war mal. Warte mal, das habe ich schon gemacht. Da war ich doch vorhin schon gewesen. Das ist alles schon hier. Da hinten ist noch eine dicke Kiste, die kann man mitnehmen. Aber war hier schon gewesen. Und wie komme ich jetzt auch zu der Kiste da hoch? Au, wahrscheinlich mit der Seilrutsche nur. Okay. Gut, also dann, hier bin ich schon gewesen. Sorry. Die Stelle gewesen. Dann wollte ich hier noch graben, genau. Honig einsammeln. Und hier gab es noch jede Menge Schmutzhügel. Erst dann habe ich auch genug Erde, um die letzten beiden Wiesenflächen zu bauen. Nur Bäume hat sie keine zum Hacken. Ne? Ich glaube, da habe ich bis noch keinen einzigen gefunden. So, hey ho, Major Tom. Leto's Experiment Journal, Attempt 750. Pa helped me weld the rocket together, and Sanjay borrowed some fireworks to get it started. Pa had to apologize to everyone for the explosion. I don't get it. It was just a test. What an overreaction. They would have taken my tools if Sanjay hadn't helped me put out the fire. Good helper, Sanjay. Da brauche ich noch Zeug. Ein explosives Pulver. Okay, zurück zum Floß. Und wird dann abgeschossen und landet hinten. Da komme ich auch so hin. So, dann gehen wir da zurück. Ne, über das Seil kommen. Drahtseilakt. Wichtig ist hier nicht nach unten gucken. Also so nicht. Oh Gott. Und da war hier noch eine Kiste. Eine Kiste. Oh Gott. Ich meine ich. Rezept, guck mal. Mango, Nana. Oh, mit Bananen und Mango und Milch. Ich freue mich. Oh, cool. Schön. Bananen habe ich noch nicht. Die gibt es auch erst im nächsten Gebiet. Aber das Rezept schon mal gefunden. Schön. Ist toll. So. Explosives Pulver. Hier war nicht tief genug. Sorry. Den Knochenbruch.
Was klebe ich mir an den Safter hier? Das glaubst du aber. So, sollte da noch Platz haben. So. Guck mal, hier hin. Oh, es wird immer mehr. Ich freue mich. Es gibt viele Rezepte. Schön. So muss das. Honig. Da hatte ich hier dran. Metallbarren. Plastik. Okay, explosives Pulver. Brauche ich eins. Ich mit. Machen wir die Rakete. Draußen, man hört es nicht, aber es ist richtig hart am Donnern. Laufen, rüber. Oder nee, es war noch eins. Er ist ja aber auch nicht. Major Tom, Major Tom. Wo? Wer jetzt? Orientierung hier wieder vom. Ah, was nehmen wir da hinten? Also Kabel. Nicht runtergucken. Ganz wichtig. Macht man nicht. Wird einem schlecht. Also lass das. Also. Dann lass mal zünden. Und guck mal, wer da runter segelt. Stein. Achtung, ich höre es gleich. Bist du? Guck mal, da hinten landet er. Also, nix wie hin. So. Das war auch eine recht tricky Stelle. Das ist nicht tief genug, I know. Wie waren das jetzt hier? Jetzt irgendwie da reinkommen. Schon mal gut. Jetzt noch eins höher. Oder so. Okay. Gut alles. Schrott, hier ist nichts. Was ist denn da? Ja, Günni, alles gut. Kartoschkas. Kokosnuss. Das kannst du essen. Wassermelone. Dann ist schon mal der Hunger so weit gestillt. Ist gut. Ist auch noch überall Zeug drin. Aber erstmal hier den, ihn hier holen. Gucke mal. Ja, Günni? Mein Herren. Da sitzt er. Der liebe Major Tom. Der wird mitgenommen. Ja, und Teil einer Seilrutsche. Kann es erforschen? Feuerwerk. So, und jetzt alle Teile der Seilrutsche. Und den guten Major Tom und noch einen Bauplan. Das Feuerwerk. Sehr schön. Das heißt, mit der Seilrutsche kann ich jetzt zurückgehen zum Bürgermeister. Gibt es ja noch was? Metalldetektor? Ist da was? Nein.
Höchstens, ich kann aber probieren, ob ich da irgendwie reinkomme. Da, okay. Gut um die Ecke gesprungen. Steine, Bolzen und Metallerz. Ist klar. Ich glaube, mehr ist auf der Insel hier auch nicht zu finden. Fängt nichts mehr an. Nö. Wo kann ich Major Tom hinsetzen? Ich würde den auf die Ebene setzen, wo auch die Brücke ist. Vielleicht sogar die Kommandozentrale. Also auf die Brücke selber. Hier irgendwie. Vielleicht da einen Tisch hinstellen und den da an die Ecke setzen. Ich setze den erstmal dahin. Er kriegt aber noch einen Tisch oder sowas, wird schön geschmückt und dann kann man den da draufsetzen. Weil er sich so Bauplan, Feuerwerk. So, wo haben wir denn? Da. Lege es auf dein Floß, um es anzumalen. Okay. So, rüber. Also, das erledigt. Da noch ein bisschen reinpacken. Ne, das war falsch. Das kommt da rein. Kommt rein. Kommt dann so rüber. Und die Bauplanken brauchen wir auch nicht mehr. Sehr schön. Ja, wunderbar. Also, weiter geht's. Zurück zum Major. Und diese Seilrutsche. Wir lernen. Ich glaube, da bin ich auch schon fast durch. Dann hätte ich soweit alles. Aber und hier hoch. So, also, ich habe alles. Kannst jetzt erforschen, Seilrutschengeschirr. Also eine Seilrutsche und Seilrutschenwerkzeug. Also das Ding hier. Das Teil ist das. Das heißt, das kann ich mir reinlegen. Und jetzt kann ich diese ganzen Seilrutschen, die hier über rumstehen, benutzen. Zum Beispiel die hier. Yeah. Und dann hier von A nach B. Und B nach C. Da gibt es noch Bienen. Oh, okay, und Schweine. Oh Gott, das sind jede Menge Schweine. Ja, und Günni. Schweine und Günni ist... Oh shit, die sehen nicht wirklich gesund aus, ne? Also die will ich nicht schlachten, die, die Abendtiere. Nicht zu nahe kommen, weil die machen auch gut Schaden. Mehr als Günni. Ja, 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 alles gut. Nein, 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 nein. Oh, scheiße, ja, genau. Oh, fuck. Ah, lecko mio. Wir machen noch diesen Charge von dem Eber, ne? Oh Gott. Kommst du hier hoch? Du kommst hin. Oh, das wird ein Traum. Ich würde gerne noch die Biene mitnehmen. Oh, shit, da hinten noch rein. Gott.
Okay, hingehen, Biene. Hab ich euch? Oh nein, ich hab euch nicht, ne? Oh shit. Bienen, Biene. Oh, scheiß auf. Oh, es ist ein Teufelskreis. Oh, lecco mio. Na, oh Gott. Biene, lasst euch fangen. Bitte, lasst euch fangen. Ich habe doch keine Zeit. Na, ihr Lieben, alles cool? Ja, 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 ja. Ja, immer seitwärts. Biene, komm. Oh, scheiße. Oh. Und Günni. Oh, lecko. Ihr kommt da nicht hier hoch, ne? Das ist schon mal gut. Einmal. Zweimal. Dreimal und ein Stein. Ich will diese Bienen haben. So, da fliegen die jetzt runter. Und munter. Bitte. Bienen, fliegt doch mal runter. Danke. Oh, Junge. Es ist. Oh, Gott. Oh, Gott. Wo bin ich denn jetzt? Hier unten. Okay. Schwein gehabt. Wobei eigentlich nicht. Ich lasse sie hier. Guck mal, Heilsalbe. Ist auch noch. Sieht ein bisschen eklig aus, wenn es da drin rumliegt, ne? Aber hey. Okay. Was? Autsch, ist hier noch. Ah, Krankenstationsschlüssel. Stimmt. Eine Menge Klunker und Schlüssel zur Truhe des Bürgermeisters. Okay. I don't think I can treat anyone in my condition and these people know it. I asked them to leave me here. It's the pigs. For weeks they've acted erratic. I've been blind to it. I didn't even notice the butchers getting sick. It all started when Olaf Wilkstrom arrived. And I do not see it as a coincidence. So, ich gönne mir erstmal ein Söchchen. Yum, yum, lass dir schmecken. Oder gibt's hier irgendwas auf der Schweine? Plastikloch? Gott, und kein Licht mehr. Das ist nicht gut. Im Dunkeln sind die Viecher nochmal viel gruseliger als bei Tag. Nix. Okay, also den Schlüssel. Ruhe. Guck mal, wie die jetzt da hinten einfach mal warten, ne? Das ist eine Frechheit. Das ist echt frech von euch. So, Jungs, ich mach mich vom Acker. Alles gut. Ist cool. Okay. Da war nichts mehr. Waren irgendwelche Schmutzhügel noch? Nee, ne? Nix zum Graben. Dann. Seilrutsche. Schlüssel für die Truhe des Bürgermeisters. Ist die Sache, wo die ist? Weiß ich halt auch nicht. Also ich war drüben. Es ging, glaube ich, noch eine Seilrutsche irgendwo anders hin. Da zum Major, genau. Da muss ich hin. Richtig. Mit ganzen Räucherstäbchen oder Wunderkerzen. So, dahin. Und da drüben war Major Tom. So, auf geht's. Nein. Runter. Also, da haben wir den Hut des Bürgermeisters. Mal ganz entspannt tragen.
Dann, wie sieht denn das aus? Ich weiß gar nicht, war eine CD. Die Ansicht von hinten sieht so aus. So. Ich habe ja noch so Sauerstoffgerät. Das heißt, ich atme jetzt seit ich weiß nicht wie viele Stunden meine eigene Luft hier in diese Flasche rein und raus. Es sieht irgendwie sehr verstörend aus. So ein leichter Fetisch kommt irgendwie rüber, ne? Okay, machen wir weiter. Drei Teile des Ladegerätes. Das heißt, ich habe jetzt einen Bauplan, um mir ein Ladegerät bauen zu können. Um Batterien wieder aufladen zu können. Schlüssel zur Truhe des Bürgermeisters. Und die Motorsteuerung ist hier drin. Das heißt, ich kann jetzt Motor einschalten, ausschalten, Vorwärtsgang, Rückwärtsgang und später auch noch Anker lichten und nicht. Und die nächsten Koordinaten für Tangaroa. Sehr schön. 7113. Tangaroa Town. Also ist hier alles von Pletikowski. Aber natürlich hier nochmal gucken. Da geht's nochmal. So runter. Hier gab es aber nichts mehr. Das heißt, ich habe hier auf der Insel soweit alle Erze gefunden. Jetzt halt mal gucken, was hier drin ist. Kopfschmerztabletten. Irgendwie Garde rüber. Es hat sich gelohnt, hierher zu kommen. Alles Traum. Wassermelone. Ey, Planke. Gut, von denen habe ich jetzt genug. Ich würde die dann gerade hier lassen. Und Kraftstoff und Planke. Okay, Biokraftstoff, da würde ich sagen, lasse ich die Steine hier in der Mitte. Der ist wichtig. Und guck mal, das ist sogar die bessere Heilsalbe. Schön. Cool. Okay. Dann bin ich fertig hier, ne? Jetzt noch hoch. Ist darüber. Da. Hey, grüß dich. Darüber. Ich hier hin. Weil ich könnte eine Arschbombe hier runter machen. Komm. Arschbaum hier runter. Hin. Nochmal so, so. Hier, ne? Schön hier. Wunderbar. Passt doch. Und dann Arschbombe in 3, 2, 1. Und yeah! Nice one. Guck mal, Heinrich freut sich. Ey, mein Lieber, ich hab dir heute echt super wenig Aufmerksamkeit geschenkt, ne? Hat alle Günni bekommen. Gut, okay. So, also. Gelernt wird die Seilrutsche. Das heißt, hier kann ich jetzt an meinem Floß befestigen. Was wenig Sinn macht, da ich ja nur einen Turm habe, aber ich lerne es trotzdem. Dann die Seilrutschengeschirr. Ganz wichtig. Und ich brauche für das Ladegerät und für die Kontrollpunkte brauche ich Titanbarren. Da kann ich mal einen schmelzen. Habe ich ja jetzt. So. Kraftstoff, Honig, das. Das ist unsagbar viel an Zeug hier, ne? Das ist cool. So. Du kommst da rein, du kommst da rein. Dann nehme ich mir hier einen raus. Pack den hier rein. Schrott gefunden. Heilsalben. Ist eigentlich wichtig, ne? Könnten wir hier reinpacken, die besseren.
warte ich noch, bis hier das Titannetz geschmolzen ist und dann das andere Zeug erforschen. Da bin ich auch schon fertig hier. Glaube ich. Mit Caravan Town. Alles erkundet, alles mitgenommen. Storymäßig alles am Start. So. Hat sich doch hier sehr gelohnt. Und einen schicken Hut. Und Major Tom. Und ich würde sagen, ich schmelze das andere Titanerz auch schon mal ein. Das werde ich brauchen. Das Floh ist ein Stück moderner geworden, was super ist. Sehr lange. Sehr, sehr lange. Weiß nicht, ob es eine ganze Ladung hier an Planken benötigt zum Schmelzen. Das könnte gut sein. Mal gucken. Wir waren hier alle. Voll. So eine Vermutung, dass das... Ah, doch nicht. Okay, also bis auf zwei Planken, dann ist fertig. So. Das rein, erforschen. Oh, fortgeschrittenes Sammelnetz kann ich jetzt auch bauen. Das allerdings ist es in keinster Weise wert, weil du brauchst vier Titanbarren für dieses fortgeschrittene Sammelnetz. Und du hast nur, ich glaube, 5 Felder mehr Platz, die du sammeln kannst. Also 5 Einheiten mehr an Zeug kannst du reinpacken. Also es ist überhaupt nicht notwendig, das Ding halt zu bauen. So, ein Ladegerät wird mitgenommen. Push a Groupie will eine Catcam. Ja, da brauche ich erstmal eine Katze. Dann wird es auch passen. Schön, dass du da bist, mein Lieber. Danke fürs Reinschauen. Ich hoffe, dir geht's gut. Planke rein, Planke rein. So. Seilrutsche, alles erlernt, alles gemacht. Das heißt, jetzt kann ich auch wieder in den Mülleimer kloppen. Bis morgen wieder arbeiten, ja, ich auch. Frühschicht, ne? Das ist ein Traum. So, also. Warte mal, Batterie noch. Und dann würde ich sagen, ich baue mir erstmal diese... Mit euch geht die Welt und ja, hier ist auch gar nicht am Schütten. Was richtig gut ist. So. Brauch 6 Titanbarren. Oh mein Gott. Da treibt's halt. Okay, 6 Titanbarren ist ein Wort. Holy moly. Ich habe natürlich nicht so viel Erz, ne? Hallöchen, Umarot, ich grüße dich. Schön, dass du da bist. Danke fürs Reinschauen. Ich habe natürlich nicht so viel Titanerz. Also ich muss angeln gehen. Beziehungsweise genau, die seltenen Fische fangen. Dass ich halt schnellstmöglich mehr Metallwürfel habe, um mir Titanerz holen zu können. Ich brauche die des Lama noch. Okay. Gut, also das dauert da doch noch ein bisschen. Was kostet eigentlich hier das Ladegerät? Kostet 4 Titanbarren. Okay. Aber ich würde sagen, erstmal Priorität hat hier die Kontrollpunkte. Das ist wichtiger. So, dann setze ich schon mal das Segel. Die neuen Koordinaten. 7113. Fahre ich doch da mal hin. So, 7 ist schon. 1. 1. 3. Ist
1900 Meter in die andere Richtung. Okay, dann würde ich sagen, Biokraftstofftank ist voll. Motor nach vorne. Auf geht's. Anker lichten. Schipper ich da mal hin. Auf das Drehen. Immer hier Richtung Norden. Ich muss hier auf jeden Fall an der Insel vorbei. Aber ist okay. Schnell runter, das ist die richtige Richtung. Das passt doch. Sehr gut. Okay, dann würde ich sagen, fahre ich da mal hin. Hör mal.